Auch bei der Eisenbahn sollten die vorhandenen Kapazitäten der dampfbetriebenen Stadt- und Vorortbahn erhöht werden. Nach langen Überlegungen wurde entschieden, die Strecke von Blankenese zum Hauptbahnhof bis Ohlsdorf zu verlängern und durchgängig zu elektrifizieren. 1908 wurde der planmäßige elektrische Betrieb auf dieser Verbindung aufgenommen. Die Anfänge für ein modernes Schnellbahnnetz waren gelegt. Ab den 50er Jahren wuchs das S-Bahn-Netz stetig an. Vor allem die schnelle Anbindung der Außenbezirke an die Innenstadt wurde verwirklicht. Heute beträgt die Streckenlänge des elektrifizierten S-Bahn-Netzes 110 Kilometer. Mit jährlich mehr als 150 Millionen Fahrgästen ist die S-Bahn einer der wichtigsten Verkehrsträger der Stadt. Gemeinsam mit den anderen Nahverkehrsunternehmen ist sie im Hamburger Verkehrsverbund zusammengefasst, so dass dem Kunden ein dichtes Verkehrsnetz angeboten wird. Wichtigster Stützpunkt der Hamburger S-Bahn ist die Betriebswerkstatt Ohlsdorf. Hier sind sämtliche Fahrzeuge beheimatet. Vor Betriebsbeginn wird aufgerüstet. Routiniert geht der Triebfahrzeugführer seiner täglichen Arbeit nach. Bewährte alte Technik beherrscht den Führerstand der Baureihe 471 der ältesten S-Bahn-Generation in Hamburg. Zunächst wird der Fahrschalter entriegelt. Nach der Kontrolle aller Schalterstellungen und der Bremse wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Mit den täglichen Daten wird der Indusi-Schreiber beschriftet. Zum Schluss steht die Außenkontrolle an. Die Beleuchtung funktioniert. Der Zug kann auf Strecke gehen. Der Bahnhof Ohlsdorf ist heute ein wichtiger Knotenpunkt des Hamburger Schnellbahnnetzes. Neben den S-Bahn-Linien 1 und 11 und der U-Bahn-Linie 1 verkehrt hier auch der Airport-Expressbus.